lustige Weihnachtsanekdote? Wir haben zwei Katzen und das waren Geschwister und die haben immer gejagt. Und unser Weihnachtsbaum war zwar relativ groß, aber die Katzen waren anscheinend größer, weil sie haben den ganzen Weihnachtsbaum umgeschmissen, als wir nicht da waren. Ich erinnere mich nur an den Weihnachten, wo ich noch ganz klein war und ja, eben wie ich schon gerade sagte, großen Ärger vom Weihnachtsmann bekommen habe. Das ist jetzt im Nachhinein sehr witzig, weil ich es natürlich viel bitter ernst genommen habe. Da habe ich die Tapeten in meinem Kinderzimmer angemalt und da gab es ordentlich Ärger vom Weihnachtsmann. Hast du also nie wieder gemacht? Nee, das hat wirklich gesessen. Mein scheußlichstes Geschenk. Ich habe, glaube ich, eigentlich echt immer nur schöne Sachen gekriegt. Mein scheußlichstes Weihnachtsgeschenk war ein orangener Schal von meiner Großmutter. Ja, ein Adventskalender, weil die Schokolade nicht geschmeckt hat. Von meinem Cousin eine Ed Hardy Tasse. Und ich musste mich leider sehr darüber freuen, weil es halt mein Cousin ist. Ich habe sie, glaube ich, ein Jahr später auf dem Polterabend kaputt gemacht oder so. Zu Weihnachten wünsche ich mir Geld. Den Weltfrieden finde ich schön. Wenn alle Menschen mal friedlich wären und ein bisschen Ruhe auf Erden und so, das hätte ich gerne. Glaube ich, das ist das Übliche. Glücklich sein. Ich glaube, das ist so das Schönste. Ne? Das wünscht sich, glaube ich, jeder. Wirklich, ich wünsche mir Socken. Wirklich? Ein iPad Mini, aber das habe ich mir jetzt schon gekauft, also ich krieg's Geld wieder. Ich wünsche mir tatsächlich ganz viel freie Zeit, irgendwie mal ganz ruhige Zeit, mal irgendwie abschalten können. Sonst einfach eine ganz tolle Zeit mit meiner Familie und jo, das sollte es gewesen sein. Ich brauche eine Kellnertasche. Ich wünsche mir dieses Jahr einen CD-Player zu Weihnachten, weil meiner vor 2 Tagen gerade kaputt gegangen ist. Ja, ich möchte meine Frau grüßen. Hallo, du guckst die Filme ja auch und ich liebe dich. Ja, dann würde ich gerne alle Helfer für das Brunchen am 13. grüßen. Also wir grüßen unseren super lieben Professor Peter Hertling, der immer für uns da ist, der alles Mögliche mit uns macht, der irgendwie super viele Sachen durchrockt und das auf eine ganz, ganz großartige Art und Weise und den wir immer im Herzen haben werden, was jetzt sehr kitschig klingt, aber das darf zu Weihnachten auch mal so sein. Ja, an alle Menschen Frieden auf der Welt. Und zwar an meine Professoren. Und zwar, ich würde gerne dieses Semester bestehen und das wäre ziemlich nett von euch, wenn ihr mich durchkommen lassen würdet. Ich werde auch fleißig lernen, versprochen, auch wenn Weihnachten ist. Und ja, das wäre alles.